Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 16. Wir stehen, glaube ich, vor dem nächsten Bossfight, und zwar ist entweder die Benedikta hier oben oder der König. Benedikta ist es. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir. Na, jetzt ist es wirklich ein Fight gegen Benedikta, ha? Huh? Tja, dann. Erstmal ihre ihre Angriffe ein bisschen lernen. Die nicht immer getroffen werden. Wobei, die frisst ja mega von der HP. Was ist denn da los? Ja, ich brauch schon mal den ersten Heiltrank. Sie haut gut rein, das muss man ihr lassen. Ja, ist okay, der Damage. Was kommt der... Oh, shit. Das war gar nichts. Na komm. Fuck, ey. Brauchst du nochmal einen Heiltrank? Schöne Parade und direkt gebrochen. Das wird wahrscheinlich einfach die erste Phase sein oder so. Oder irgendjemand wird sich einmischen, habe ich das Gefühl. 6100 Schaden. Ja, das war nur Phase 1. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich erst der schwierige Teil. Ach, ey. Okay, filmisches Ausweichen. Zuschlagen muss ich wahrscheinlich auch noch. Oder nochmal ausweichen. Ja, ich denke, jetzt kommt der Hund. Ja. Yep. Jetzt tatsächlich geopfert, der Hund, hä? Dann nehme ich das Steinhaut-Tonikum. Na komm. Ah, fuck. Los, brav. Nee, das ist nicht brav. Was macht's er jetzt? Scheiße. So, die Hälfte habe ich durch. Das ist gut. Was macht sie? Aero-Regen. Oh, shit. Okay.
Das ist ein scheiß Problem. Die sollen mal herkommen. Sag mal. Knapp vorbei. Ach, shit. Na los. Ach du Scheiße. Aber einfach so. Ja, da brauche ich einen Supertank. So, jetzt ist sie gebrochen. Sehr gut. Ja, der Feuerwirbel wird wahrscheinlich nicht drin liegen, ne? Ja, oder vielleicht ganz knapp. Ja, doch, er liegt drin. 6500 Schaden ist okay. Jetzt dreht sie völlig durch. Trümmerkomet. Okay, ausweichen. Okay, ein filmischer Angriff. Muss auch mal sein. Jetzt ist sie gebrochen. Das ist gut. Dann schlag mal zu, mein Lieber. Na los. 6300. Ist okay. Jetzt aber gefühlt wieder viel mehr HP als vorhin. Warum das? Schön erwarten. Oh shit, was ist das? Ey, was kommt jetzt schon wieder? Wieder so ein Trümmerkomet. Gut ausgewichen. Ja, das war jetzt gar nicht gut. Ah, fuck. Ja, aber es hat mich nur einmal getroffen. Das ist ja schon mal etwas. Das war jetzt nicht so gut. Ja, da brauche ich den Supertrank. Ja, so ein scheiß Tornado, ey. Ja, mach mal was. Hier. Hälfte haben wir durch, immerhin. Der Scheiß wieder, okay. Na komm. Sehr gut. Alter, die haut richtig zu, ne? Das ist nicht schön. Heiltrank. Oh, shit. Ich hab grad noch einen Heiltrank genommen. Und der Hund nochmal. Ja. Es war zu erwarten. Wäre ja frech, wenn der Hund jetzt schon sterben würde. Und nochmal. Gebrochen. So, und jetzt hau drauf da. Ja, aber ich werde es wahrscheinlich noch nicht erledigen können, oder? Denke nicht. Mach ihm auch immer weniger Schaden. Ein Scheißdreck wirst du, meine Liebe. Ah, fuck. Okay. Oh Mann, wie viel Mal macht sie das noch? Perfekt.
vorbei. Ah, es kommt ja noch ein Angriff. Ja, ja, ja. Aber den hat sie getroffen. Ah. Es wird verdammt knapp. Komm, es ist nicht mehr viel. Habe ich irgendein Item, was ich nehmen kann? Glaube nicht. Nee. Ach, shit. Einfach gar nichts mehr zum Nehmen. Das ist gar nicht gut. Soll ich vielleicht hier was nehmen? Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Erhöht die Wirkung von Heiltränken. Sturzflug. Ja, ja. Mach das ruhig. Gott, nochmal. Okay. Gut ausgewichen. Auch gut. Ja, jetzt müsste ich sie haben. Jetzt ist sie gebrochen. Na los. Problem ist, ich kann meine Spells gerade nicht einsetzen. Nein, es reicht knapp nicht. Ich glaub's ja nicht. Komm jetzt. Aber es halt so. Ja. Aber es halt mit der Magie. Wen liegt da bezogen? Easy. 2200 Gil. 150 Fertigkeitspunkte. Der Wille des Feuers. Lohnschwinge. Erhöht den Willenskraftschaden von Lohnschwing um 10%, 50 Marvirit und 2 Meteorsteine. Gut. Wie ich kann ein Träger? Ich. Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was ist
angetan. Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du... Du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh, oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Ja, da ist die Videosequenz endlich durch. Die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Beschwören von Garudas Kraft ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Espo-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz, einen wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Details dazu findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Mit Garudas Espo-Kraft, fatale Umarmung, kann Clive kleine und leichte Gegner zu Herzen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% gefallen ist und sie dadurch ins Schwanken geraten sind. Umgeworfenen Gegnern kann leicht viel Schaden zugefügt werden. Okay? Drück L2, um deinen S-Bar zu wechseln und auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Abklingzeiten für S-Bar-Fertigkeiten sind an der runden Leiste um das entsprechende Symbol. Okay. Ja, gut. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir, bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Ja, nichts. Ja, dann probieren wir das mal aus, aber im nächsten Part. Ich drück mal Pause, dass da nicht die anderen kommen. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.